Willkommen zu meiner dritten Review zur Lego Friends Polybag Serie. Das hier ist das Eichhörnchen, das ist das letzte Tierchen aus der Serie 1. Die anderen beiden, nämlich Schildkröte und Katze, habe ich schon gereviewt und diese Reviews könnt ihr auch auf dem Starblight-Kanal jederzeit ansehen. Ja, ich bin super froh, dass ich dieses Set noch bekommen habe. Momentan auf der Lego-Seite und auch sonst überall online ist es ziemlich ausverkauft und ich habe zum Glück noch eins bei Toys R Us gefunden und war da echt froh. Es gibt mittlerweile von den Lego Polybag-Serien drei verschiedene Serien mit jeweils drei Tierchen und im Handel findet man meistens nur noch Serie 2 und 3. Ja. Das Eichhörnchen gefällt mir vom Set bisher am besten, weil das Set am komplexesten ist. Mit 41 Teilen ist es auch das Set mit den meisten Teilen. Und das lässt sich auch hier wunderbar ausklappen zum Beispiel. Die anderen Sets sind leider nicht so komplex. Es hat auch am meisten Spaß gemacht, was das Bauen anging. Hier sind kleine Blätter und Blümchen. Das wertet das Set optisch sehr, sehr auf. Und es hat hier noch so einen kleinen Teller mit Nüssen dabei. Den könnte man ganz gut aufstecken. Leider ist dafür kein Platz da. Aber wäre das Set ein bisschen größer, wäre es kein Problem, auch den Teller noch drauf zu stecken. So muss er halt daneben stehen. Und jetzt gucken wir uns das Eichhörnchen mal genauer an. Hier seht ihr es. Blaue Augen, blaues Schleifchen. Schön bemalt, ohne Patzer. Und das hier ist das erste Tierchen, was das Schleifchen nicht auf dem Kopf hat, sondern auf dem Schwanz. Hier sieht man, da kann man es reinstecken. Finde ich an sich ganz gut gelöst. Auf dem Kopf hat es nämlich keinen Platz wegen den Öhrchen und würde da viel zu groß und deplatziert aussehen. Ich finde, ähnlich wie bei der Katze passt das mit dem Schleifchen diesmal ganz gut. Ja, und entweder man stellt das Eichhörnchen daneben oder man klappt hier das Set auf und platziert das Eichhörnchen hier drin. Wie gesagt, mit 41 Teilen, während der Rest um die 30 bis 35 hat, das komplexeste Set bisher. Ja, nennt sich Eichhörnchenhaus, auf Englisch Squirrel Treehouse, was meiner Meinung nach besser passt, weil es ja schön diese Wald-Baumhaus-Thematik hat. In Braun- und Grüntönen mit ein paar Farbklecksen drauf. Sehr, sehr schönes Set. Ja. Und bei der nächsten Review werde ich euch zeigen, wie man aus den drei Einzelsets ein gemeinsames Set macht. Schade. Hier sieht man ganz gut, wie es dann aussieht. Also drei Einzelsets werden zu einem etwas größeren Set. Da ist der Bauspaßfaktor bestimmt ein bisschen höher,
weil man dann mehr zu tun hat. Die Anleitung findet man auf Lego.com und da zeige ich euch nächstes Mal, wie man hingelangt. Außerdem werde ich euch noch die Tierchen aus der zweiten Serie zeigen. Die habe ich mittlerweile auch alle. Ja, dann könnt ihr euch auf die nächsten Montage mit Reviews freuen. Da ich noch ziemlich neu bin, was Reviews angeht, bin ich auch froh über jeden Verbesserungsvorschlag. Den könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder per Mail senden. Und ich hoffe, euch hat das jetzt gefallen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Tschüss!